Hallo meine lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von... Oh, habe ich nicht aufgesammelt. Ich meine Don't Starven. Ja, genau. Ich habe das Fleisch ja aufgesammelt, wollte ich sagen. Und ja, wir sind im Winter angekommen. Im kalten, furchtbaren Winter. In dem wir auch erfrieren werden. Aber ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nämlich nicht das einzige wahre Überleben. Wir wollen überleben. Und wir haben kein Fleisch gerade. Schade. Aber egal. Unser Ziel war mit dem Hammer. Ja, irgendwo hinzugehen. Wartet, wir schauen mal hier zu dem Schweinedorf. Dafür muss ich einfach nur nach oben laufen. Ja, ja, ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Kriegen wir jetzt hin, oder? Dass wir da einfach so hinlaufen. Oh ja, ihr Pinguine, die nichts droppen. Das war nicht dreist, dass sie mir nichts geben. Aber na gut. Da, das. Selbst wenn ich equippe, scheint die Dings reduziert zu werden. Ich habe noch Nahrung, darum lasse ich es mal. Und die haben aber voll. Oh, falsch, falsch, falsch. Okay, ich würde sagen, wir sammeln mittlerweile auch wieder Zeugs hier auf, ja. Auch die Büsche machen wir mal leer. Nicht viele, aber ein paar. Oh ja, da ist dieser schöne Typi. Wir können den Eisvogel irgendwie platt machen. Soll ich mal? So. Oh, falsch. Falsch. Das war sowas von falsch. Können wir den hier einpflanzen? Komm, schau mal, ich pflanze hier was ein. Nur für dich. Pflanzen. Pflanzen. Oh, endlich. Nein, du Idiot! Oh mein Gott. Warum hat er den angegriffen? Der wollte doch zum Baum werden. Den da greif ich an. Ich habe gar keinen Boomerang mehr, oder? Oh, Junge. Jetzt bin ich noch auf 38. Und dieser Typ hat mir... Oh, der jagt mich, oder? Der will mich jetzt hier. Ah, oh, du verdammter... Du verdammter Wilson. Ich hätte sterben können. Wir wollen auch... Aber dafür brauchen wir Fleisch. Großes Fleisch. Ja, ich habe hier nichts mehr, was ich vielleicht droppen kann. Nee, nee, geht gerade nicht. Tut mir ja leid. Hier. Und hier. Reicht nicht, nee. Okay, dann haben wir wohl verkackt und wir nehmen den Baumgeist hier mit. Okay, ja, nehmen wir euch mit. Wieso nicht? Er sieht ja sehr freundlich aus und so, aber ist auch voll langsam. Also wird das schon sehr gut sein, ja, ja. Ich habe meinen Boomerang mich selbst gehittet und... Das gibt's nicht, weil ich verwirrt war wegen dem Shit hier. Oh, May. Ah, da ist noch einer. Okay. Und ich fürchte, wir müssen nach oben. Nein, nein, nein. Okay. Oh ja, das ist der perfekte Ort, um zu frieren. Der perfekte, sage ich euch. Machen wir hier ein Firepit. Aha, das ist so geil. Ich komme gerade nicht weiter hier. Wegen dem Baum. Ja, das ist schon irgendwie störend. Dass da jetzt dieser Baum hinter mir herrennt. Lass mich in Ruhe. Oh ja, was machen wir jetzt die ganze Zeit hier rumrennen? Während wir... Nee, machen wir nicht. Wir machen noch ein großes Feuer hier. Und dann gehen wir wieder. Und sammeln den hier auf. Und dann rennen wir ganz weit weg. Quatsch. So hin, genau. So weit rennen wir. Da packen wir hier at full. So. Au! Wow, wow, wow. Jetzt rennen wir ganz schnell weg, weil unser Zeugs ist ein bisschen aufgeflammt schon. Und wir rennen einfach nach oben. Einfach nach oben rennen und den Typen in Ruhe lassen. Oh ja, das ist ja nervig. Schon zu Anfang, ich sterbe noch im Winter, aber nicht wegen dem Winter selbst, sondern wegen sowas. Ah, aber wir sind ihm losgeworden quasi. Wir haben ihn besiegt. Ja, mit uns kann man hier nicht einfach mal... Rambazamba machen. Ja, gut, wir haben nicht wirklich bezwungen, aber wir haben... Hier haben wir eine neue Feuerstelle.
Da möchte ich gerne hier uns aufwärmen, bisschen futtern. Ja, ja. So. Ich habe die jetzt gesammelt, weil ich noch kein Fleisch hatte und wir noch sehr viel Dings haben. Wir müssen ja nicht immer essen, dieses Menge da an Fleisch. So, 138. Ja, können wir noch einmal machen. Da brauchen wir auch irgendwie Energie. Okay, wir können weiterlaufen, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe. Ja, oh, Stück für Stück rennen wir. Aber wir haben zum Glück immer unsere Dings hier überall, wie ihr seht. So, wir lassen die jetzt erstmal. Wir haben genug gefuttert. Hier geht es auch schon wieder nicht weiter. Aha. Okay. Ja, ihr seht, das ist ja sehr verwirrend. Wo ist das nächste, unser nächstes Lager? Dort irgendwo. Kann es sein, ne? Haben wir hier nirgendwo? Doch, da haben wir ein Lager gebaut. Okay, setzen wir uns auch noch mal kurz hin. Obwohl, wir könnten auch noch ein bisschen weiter laufen. Und uns ein neues bauen. Ne, können wir nicht. Schade. Gut. Wir haben wohl nicht genug Steinchen. Das ist sehr schade. Was machen wir jetzt? Wir essen noch mal. Oh, ne, brauchen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir bringen hier die nette Nacht. Ja, komm. Wir brauchen viel. So. Sammeln hier ein bisschen Gras auf. Oh. Haben wir hier irgendwas drinne? Ah, da haben wir sie. Die habe ich schon überall gesucht. Die brauchen wir auch. Zum Verbrennen zum Beispiel von Zeugs. Ah, okay. Wir bleiben jetzt hier am Feuer. Na, vielleicht. Ich würde gerne aber zu den Zuschauern gucken. Genau so. Ich möchte, dass Wilson mich dabei anguckt. Erzählen wir uns eine Geschichte, oder? Und zwar von Bob. Nein, den hatten wir eigentlich schon. Dieser Bobby, Alter. Perfekt, 12 Punkte gibt's. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht überlegt, was für eine Geschichte ich erzählen soll. Vielleicht, es war einmal ein kleiner, frecher Junge. Und der war immer frech zu allen und jedem. Und, naja, dann ist er in den Brunnen gefallen. Brach sich sein verdammtes Bein, ja, zurecht, weil er ein frecher Junge war. Naja, sein Bein, sagen wir, hat zwar rausgeguckt. Ja, sein Knochen meine ich, nicht sein Bein, sein Beinknochen. Aus seiner Haut ist es herausgestoßen, voller Blut und was für Schmerz. Und dann kam der zufällige Hund vorbei in den Brunnen, weil der Brunnen war groß und hatte einen geheimen Tunnel. Und naja, wie wir so wissen, der Hund hat Lust auf Knochen gehabt und hat dann so richtig schön dran gezogen an diesen Knochen. Und der Junge hat geschrien, das tut weh, so ungefähr. Und dann, naja, ist der Knochen irgendwann weg gewesen und der Junge hat nicht mehr geheult, sondern war tot. Ja, so ist es. Dieser Junge. Aber das passiert, wenn man frech ist. Also niemals frech sein, Jungs und Mädels da draußen. Ja, immer freundlich sein und ganz selten, man. Also nicht oft frech sein, ja? Ja, wird endlich Tag hier. So. Denn wer zu oft frech ist, der erlebt sowas. Wie der Junge. Und stirbt. Oh ja, als ob ich es nicht wüsste, dass hier überall kalt ist. Ah, ja, ja. Kaltes Wetter. Überall kalt und Kälte. Oh. Es schneit. Furchtbar. Oh ja. Schaut, das wird ja richtig schnell. Der geht kaputt, dieser Regenschirm, wenn man den aus Blumen gebaut hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war so Nee, was ist das hier? Glommer-Statue. Da kann ich doch bestimmt mit dem Hammer irgendwas machen. Nehmen wir mal unseren Hammer. Und, ja. Kann ich nichts machen. Na gut, dann nicht. Dann bauen wir das eben nicht ab. Was ich aber gern gemacht hätte. Aber das hier kann man doch. Nicht mit dem Hammer. Ah! Mit der Spitzhacke war das, glaube ich. Wartet, lass uns mal mit der Spitzhacke das versuchen. So, meinen. Man kann die Dinger meinen. So, dann meinen wir das doch mal. Okay, ja, und da ist so ein Holo-Stump. Und hier auch nochmal meinen. Okay. Ja, ja, dich lasse ich noch in Ruhe. Und da auch nochmal. Schön alles weg meinen.
Hälfte, das ist ja meins. So, nur eins, das ist ja unfair. Ja, bleibt da weg. So. Okay, da gab auch nur eins, aber insgesamt haben wir jetzt 6. Das sollte reichen, oder? Wir bauen uns noch eine Waffe. Wartet. Aus Seilen, natürlich. Dann bauen wir uns eben noch ein Seil dazu. Bauen uns jetzt einen Speer. Setzen den auch gleich mal auf. So. Und jagen Katzenviecher. Wo ist das Katzenviechchen? Was hat das denn da gejagt? Hä? Das ist ja krass. Hat aus dem Dings was gehauen? Ach so, tötet er. Ach egal. Greif an! So, los, stirb! Und wir haben Fleisch. Oh ja, was kann ich denn jetzt hier aufsammeln? Hier. Okay. Oh, ich friere hier, glaube ich. Können wir irgendwas bauen? Nee. Wo ist unser Lager? Das nächste Lager, da haben wir irgendwo ein Lager gebaut. Oh mein Gott. Wir haben doch noch die Spitzhacke. Können wir da nicht, haben wir nicht noch eine Spitzhacke? Nein, natürlich nicht. Los, meinen! Okay, okay. Aufsammeln, aufs... Nein, nicht da rein! Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich doch gar nicht hin! Schaut, da gibt's, ja, Buckets. Und Buckets of Loot. Auf jeden Fall ist da eine Höhle. Allerdings ist sie ultra gefährlich, glaube ich. Zumindest habe ich da Angst. Und es ist dunkel. So, eine Licht kommst du da auch nicht weit. Ja, und jetzt müssen wir... Tut mir echt leid, Leute. Diese lange Aufnahme für nichts. Herding Spiders, ja, da. Schaut, was für gruselige Hände. Und eine Erde, die sich dreht. Und Wrangling Monster im Badging Dries. Oh ja. Ich werde so wieder nach oben gehen. Ja, hier. Ich wollte da nicht hin. Wollte ich nicht. Ihr verdammten. Ja, jetzt kriege ich Schaden schon, oder? Kann hier jetzt. Kann ich nicht bauen. Ja, ja, wir bauen uns dann eben hier sowas hin. Okay. Was? Oh ja, natürlich. So, stirb, du Mistviech. Oh oh. Ja, nimm das. Nicht noch eins. Ah, nimm das, du Miststück. Nein, 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 nein. Warum passiert sowas? Das habe ich noch nie erlebt. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Season. Ja, dann machen wir zumindest weniger Fehler, weil wir ein bisschen was gelernt haben. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Ja, ciao.